das rufst doch nur, dass die Tempel die Fäden ziehen. Herrschen die Templer wirklich über die Kolonien? Nicht ganz, aber ihr Einfluss reicht sehr, sehr weit. Und der Spion, den wir treffen? Keine Sorge wegen Le Chasseur. Er ist der Bruderschaft ergeben. Zufällig hat er Freunde in der französischen und englischen Flotte und ist über die Geschehnisse in dieser Gegend besser unterrichtet, als ihr je erhoffen könnt. Nun, Liam, was könnt ihr mir zu Adewale sagen? Ihr bewundert den Mann offenkundig. Hi. Ich hatte die Ehre, mit ihm zu arbeiten. Ich kenne keinen, der mehr für unsere Sache getan hat. Doch das ist nicht alles. Adewale war bereits eine Legende, bevor er zur Bruderschaft kam. Er war Pirat, die Plage der Karibik, auf Augenhöhe mit Männern wie Blackbird, Woods Rogers und Caligo Jack Racker. Caligo wer? Oh, lest ein Buch, bitte. Vor etwa 20 Jahren überfiel Adewale einen Templer-Konvoi und stahl ein geheimnisvolles Paket. Er reiste nach Port-au-Prince und vertraute es einer Frau an, die er für treu ergeben hielt. Das Schiff steckt wohl in Schwierigkeiten. Das trifft sich gut. Vielleicht sollten wir ihm bei der Reise zum Grund behilflich sein. Lasst uns nichts übereilen. Vielleicht hat es ja gut geladen. Werft doch einen Blick durch das Fernrohr und seht selbst. Hübscher Anblick. Ich sage, das ist ein guter Tag, König Georges Tasche zu leeren. Gebt acht. Ein paar Schüsse dürften sie lahmlegen. Zu viel und sie geht mit Mann und Maus unter. Und unserer Beute. Wir können sie kapern und führen dann, bevor die Kuh weiß. Gehört, Bewegung! Bereit machen zum Entern! Feuer! Feiglinge, mit Bomben könnt ihr sie bremsen! Feuer! Nur ein Wassertreffer! Minen! Die Segel hinten! Los geht's! Alle Segel! Schiffe! Scheint allein zu sein, Sir! Mit Bomben könnt ihr sie bremsen! Feuer!
versenken zur Zeit. Kapern wir! Setzt Topf, Arm und Fahrsegel! Hebt den Wind nach! Zeigen wir es ihnen, Captain! Na los, Männer! Die Beute ist unser! Für die Morrigan! Das Meer von hier bis Anticosti ist rau, Captain. Wir müssen die Morrigan verstärken, bevor es weitergeht. In der Nähe gibt es einen Hafenmeister. Bei ihm können wir kaufen, was wir brauchen. Ich wusste gar nichts von einer Bruderschaft auf Haiti. Ja. François Macondal ist ihr Mentor. Er rekrutiert viele Assassinen von den Maroons. Das sind entflohene Sklaven und ihre Kinder, richtig? Armsegel setzen! Ist das der Ort? Ich sehe nichts als Fischer und Netze. Ei, Percé und Fischfang gehen Hand in Hand. Aber für unsere Zwecke wird es reichen. Zuerst fischten Franzosen hier, aber König George beansprucht Jahr für Jahr mehr. Die Bewohner stecken mittendrin. Segel setzen! Segel bergen! An die Schoten! Trefft die Topf- und Rahmsegel! Keine Fischer dort. Drehsegel! Die Böen nehmen wir mit! Kann nicht mehr weit sein, Captain. Wir zerschöpfen! Nehmt die Rahen aus dem Wind! Was bedrückt euch, Captain? Thank you.
Das war eine runde Sache. Ich kann euch nicht genug danken. Ihr seid ein Held. Attention, grenade!
Wie kann ich zu Diensten sein? Vielleicht später. Call you wild young people and listen to my song, which I'll unfold concerning gold that guides so many wrong. Young Emma was a servant maiden, loved a sailor, allowed the man much gold to gain for his love, as we've been told. He plowed the way. Ich habe gehört, ihr sucht noch ein paar mehr Seeleute. Rejoint l'armée, c'était pour la solde, pas pour une question de fierté. Plus vite, on perd du terrain. Plus vite, il faut pas le perdre. Comme une vache dans un couloir. Allez, ne vous laissez pas avancer. Thank you.
La cuvée spéciale, on dirait. Was darf es denn heute sein? Ein andermal. Thank you.
Was bedrückt euch, Captain? Andermal. Feind nähert sich uns, Sir! Der Richter hat das Ruder! Royal Navy! Öffnet die Hauptsegel! Hauptsegel raus, trennen! Alle setzen und scharf so nicht ausrichten! An der Flucht! Say hello.
Los geht's! Wenn ihr wollt, dann können wir das Schiff aufrüsten, Captain. Après jour, il y a de plus en plus d'anglais dans le nouveau monde. J'aimerais bien qu'il se dépêche de valider ma mutation à Saint-Domingue. Wie kann ich zu Diensten sein? Dank für euer Vertrauen, Captain. Was darf es denn heute sein? Vielen Dank für euer Segeln wir weiter nach Anticosti, Captain. Bien sûr. Le Chasseur erwartet uns. Das Meer von hier bis Anticosti ist rau, Captain. Aber die Morrigan scheint es zu schaffen. Schiffe, ahoi! Da kommen die Fischer von Perse. Achtung, Shane. Die Gewässer sind voller Feindschiffe! Sie versenken die Fischerboote. Sie glauben, die Fischerboote wären in ihren Gewässern. Die Feiglinge müssen zahlen. Und was ist mit denen? Sie versperren uns den Weg nach Anticosti. Was sagt ihr? Sollen wir alle versenken?
Diesmal stimme ich mit euch überein, Chef. Wunder gibt's immer wieder. Vielleicht hat er schon alles für uns herausgefunden. Und ich bin der Kaiser von Rom. Ave Cäsar. Salzluft, freier Himmel. Ein Mann auf dem Meer ist so frei, wie ein Mann nur sein kann. Meint ihr nicht auch, Leon? Wir sind auf wichtigem Grund hier, Shane. Denkt an die Pflicht. Was bringt einem die Freiheit, wenn man nicht durchatmen und sie genießen kann? Die Templer kleben wie Pech an diesem Kontinent. Ich fühle mich erst frei, wenn sie verschwunden sind. Wir sollten lieber wie Männer mit ihnen reden, statt um sie herumzuschleichen. Und würdet ihr lächeln und freundlich grüßen mit ihrem Stiefel im Genick? Natürlich nicht. Da ist es. Antikosti. Le Chasseur wird dort sein. Und mit etwas Glück weiß er, wo das Manuskript ist. Seht, Shay. Die Polarlichter. Das Wetter wendet sich gegen uns! Kann ich mehr weiter. Mars und Topfsegel bergen! Leg dort an, Captain. Wir sind auf Antikosti angekommen. Hier ist furchtbar. Zeig mal her. Das ist kein Rum. Das ist Brudel. You will not slip away. Come back here right now. Listen up, you don't. I have him in you my sight. You are amazingly bad at this. Get out of there. I can hit him from here. Clear shot. Ready to take him down. The flies. Ready to take him down. Leg dort an, Captain. Wir sind auf Antikosti angekommen. Der Rum hier ist furchtbar. Zeig mal her. Das ist kein Rum. Das ist...
jamais rien vu de tel, mais ça, quelle finesse, ce plan. Yeah.
Nun, Louis Joseph. Seht euch das an. Ich habe mir diese Pläne von einem Schiff der Royal Navy ausgeborgt. Etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Gut. Wir könnten stärkere Waffen gebrauchen. Le Chasseur, darf ich euch vorstellen, unser Partner, Sheikh Cormac. Gentlemen, ich habe Neuigkeiten. Auf eben jenem Schiff habe ich das gesuchte Manuskript gesehen. Es war in einer exotischen Sprache verfasst, die ich nicht kenne, mit vielen Zeichnungen, Pflanzen und Tieren, so wie in einem Opiumrausch. Gab es keine Karte, keine Pläne? Nein. Vielleicht war da eine Art Code, aber weder ich noch die Rosebeefs haben ihn gefunden. Wo ist das Manuskript jetzt? Der Mann, der es brachte, sagte, ein gewisser Washington schicke ihn. Den Namen kenne ich. Er ist ein wichtiger Templer, nicht wahr? Ist er. Lawrence Washington hat große Ziele, bei denen ihm die Templer helfen. Shay. Wir werden ihn suchen. Euch, Sir, gilt unser Dank. Wohin dieser Lawrence Washington seinen Arsch setzt. Liam, du kommst ja langsam so richtig in Rage. Er ist Templer und ein Politiker. Ist doch klar. Der Captain
fast abgetaucht! Das Ruder. Los. Anker lichten. Was erlaubt sich der Chevalier, uns so rumzukommandieren? Wir sind Assassinen, so wie er. Er hat mehr Erfahrung und er kennt die Gewässer besser, Shay. Deshalb hat er hier das Sagen. Nun, er hat mich auch schon in der Siedlung rumgescheucht. Ist er ein Trüffelschwein, das das Land besser kennt? Zeigt mir Respekt, Shay. Mir gebührt auch Respekt, Liam. Ich halte meinen Kopf hin wie alle von uns. Ja, doppelt so oft scheint es. Aber das reicht nicht. Der Chevalier überlegt, bevor er eine Entscheidung trifft. Seine Erfahrung gibt ihm dieses Recht. Ich frage mich, wie viel Erfahrung ich brauche, bevor ich über Schlafen oder Handeln entscheiden darf. Ich schwöre, Liam, manchmal fühlte ich mich als Kind erwachsener als jetzt. Wir schliefen hart und bettelten um Essen, aber wir konnten entscheiden, wo und wann. Bewegung! Vorsegel locker!